Hallo an alle! Wieder ein neues Video unserer Hundeschule online. So ein klein wenig Homeoffice für unsere Hunde. Heute geht es darum, wie euer Hund lernt, rückwärts eine Treppe hochzugehen. Ich weiß, für die meisten ist es schon schwierig, das vorwärts zu schaffen, aber glaubt mir, man kann den Hunden vieles lernen. Für uns eine super Motorikübung, also wo die Hunde sehr schön lernen, mit der Hinterhand zu arbeiten. Also das heißt, dass die einfach merken, die haben auch Hinterbeine und können die ganz bewusst und gezielt auch einsetzen. Ich werde euch erstmal mit der Anouk zeigen, wie es aussehen kann, wenn es der Hund schon kennt, und werde euch anhand von der Bijou dann verdeutlichen, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Ich denke, eine Treppe hat jeder zu Hause oder eine Stufe irgendwo, sodass ihr das auch üben könnt. Wir haben hier im Garten unsere Treppe, die bietet sich dafür wunderbar an. Back, 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 back. Ja, das hast du gut gemacht. So sieht das Ganze aus, wenn es der Hund schon kann. War das auf der Kamera zu sehen? Schwierig. Schwierig. Soll ich nochmal probieren? Machen wir nochmal. Und zwar. Back. Fein. Back. 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 Gut gemacht. Das war super. Gut. Jetzt holen wir den Jungspund und ich werde euch zeigen, wie wir da hingekommen sind. So, kurzer Hundetausch. Wir haben die Bijou hier. Anfangen tun wir natürlich nicht klein mit so einer Treppe im Ganzen nach oben. Das ist ganz klar. Alles passiert ja immer Schritt für Schritt in kleinen Etappen, sag ich mal. Und entweder man nimmt sich erstmal so eine ganz flache Stufe oder man kann sich auch erstmal so eine Klappbox hier wieder nehmen, die ihr euch flach auf den Boden legt, oder auch so ein Sitzkissen, also irgendwas Flaches. Ihr könnt auch ein normales Kissen nehmen, einfach nur eine kleine Erhöhung. Und dann fangen wir im Grunde erstmal an, dass der Hund lernt, mit seiner Hinterhand das zu ertasten, sag ich jetzt mal. Also das heißt, ich hocke mich jetzt hier so hin und versuche, das Leckerli hier so zu halten. Gehe langsam auf den Hund zu. Ich muss sie erstmal gerade stellen. Genau, die meisten Hunde werden anfangs ausweichen. Das hat sie auch gerade eben gemacht. Sie geht dann einfach, sie dreht sich dann weg. Ne? Der Hund macht sich in dem Moment rund, die Wirbelsäule knickt ein und ja, jetzt bietet es mir schon an. Also ihr werdet merken, gut. Ich muss dazu sagen, also sie kennt das nicht wirklich. Das sind immer so Sachen. Sie hat natürlich schon gelernt, auf so kleine Erhöhungen mal hochzugehen. Aber das mit der Treppe selber haben wir jetzt so bewusst noch nie geübt. Wenn ihr aber euch mal so hinhockt, also ich erkläre es jetzt wirklich nochmal, dass ihr es nachmachen könnt. Ihr hockt euch im Grunde hin und versucht erstmal mittels Handführung. Also das heißt, je nachdem, ihr seht, wenn ich die Hand drehe, bewegt sich das Hinterteil vom Hund. Wenn der Hund von mir aus rechts läuft, lenke ich den so ein bisschen rum und dann habe ich den wieder gerade gestellt. Und so versuche ich im Grunde genommen, dass der erstmal eine gerade Richtung kriegt. Ne? So. Genau. Und dann gibt es den Klick und das Futter. Dann gehe ich bewusst wieder weg, hock mich wieder hin und warte. Das wird jetzt noch nicht gleich passieren bei jedem Hund, dass sie euch das jetzt so anbieten. Also wieder weggehen. Und dann könnt ihr bloß so ein kleines bisschen mit dem Oberkörper nach vorne gehen. Den Hund langsam rückwärts führen. Wenn ihr seitlich eine Begrenzung habt, ist es gut. Ihr könnt euch zum Beispiel die Transportbox in einen Türrahmen legen, sodass ihr links und rechts eure Begrenzung habt. Wie gesagt, deswegen bietet sich bei uns die Treppe einfach an. Die ist links und rechts begrenzt und da kann der Hund nie weg. So, jetzt nehmen wir uns die nächste Stufe. Ich hocke mich wieder hier hin. Sie kriegt kein Leckerli. Ich führe sie langsam, immer so ein Stück für Stück, aber sie kriegt kein Leckerli. Ich warte jetzt drauf, dass sie überlegt. Und mir, jetzt dreht sie sich erstmal ein. Da drehe ich wieder ein bisschen gegen mit dem Arm. Gut, jetzt kam hinten zuerst das eine Bein, dann das andere. Da gibt es sofort
den Klick und das Futter. Auch wenn es jetzt noch nie gerade ist. Ich versuche immer, jeden kleinen Schritt zu belohnen am Anfang. Gut. Auch wenn es nicht perfekt ist, lasst euch davon nie irgendwie verunsichern. Lobt lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, damit der Hund auch einfach die Lust behält. Und na, die bieten einem dann so, ja, das war gut. Ne? Erst wollte sie ins Platz gehen, probiert sie mal so ein bisschen aus. Ja, super. Gut gemacht, sehr schön. Dann können wir uns langsam an die etwas höheren Stufen wagen. Sie hat jetzt schon verstanden, Bein nach hinten, es gibt die Belohnung. Jetzt nehmen wir uns die höhere Treppe vor. Ich warte wieder, hock mich hier hin. Sie klebt an meiner Hand, kriegt aber nichts. Ich führe die Hand langsam zu ihr. Sie kann jetzt im Grunde nur eindrehen, aber sie hat ja schon verstanden, dass sie ja eigentlich rückwärts gehen soll. Ne? Gut, sehr gut. Die seitliche Begrenzung hilft uns jetzt, dass sie nie weg kann. Ja, fein! Klickfutter. Ne? Das ist auch für den Hund ein reines Ausprobieren. Der Hund weiß ja gar nicht, was ich will. Die kann es ja jetzt erstmal nur vermuten und versucht mir einfach so ein bisschen was anzubieten. Und genau. Natürlich könnt ihr immer erstmal so ein bisschen die Rahmenmöglichkeiten gut machen, dass der Hund eigentlich gar keinen Fehler machen kann. Also, dass eigentlich für den Hund das eine hundertprozentige Erfolgsgarantie da ist. Ja, sehr gut. Bei der Anouk ist das Kommando eigentlich dann das Back, weil sie das Back als Rückwärtsgehkommando hat und ich das automatisch dann auch auf Distanz machen kann. Also das ist im Grunde egal, ob ich hier stehe oder ob ich auch 5 oder 10 Meter wegstehe. Das ist einfach dann für die Distanz wichtig. Aber bei ihr ist es ja erstmal wichtig, dass ich jetzt den Bewegungsablauf reinkriege, dass sie überhaupt erstmal lernt, die Füße rückwärts zu setzen, rückwärts langsam die Treppe hochzugehen. Und die Distanz, die kommt dann nach und nach. Also dazu muss sie erstmal diesen Bewegungsablauf ganz fließend hintereinander weg für sich selber hinbekommen. Und dann können wir da in der Richtung weitermachen. Super. Ihr könnt aber, wenn ihr, wie gesagt, ein Rückwärtsgehkommando habt und euer Hund das auch schon ein klein wenig kann, könnt ihr das natürlich auch gerne wieder zu Hilfe nehmen. Sie kann eigentlich das Backkommando noch nie wirklich sicher. Da bin ich ganz ehrlich, das haben wir jetzt immer mal so beiläufig gemacht. Aber es ist jetzt nie so, dass ich sage Back und die rennt jetzt 20 Meter rückwärts von mir weg. Das schafft sie leider noch nie. Da müssen wir noch eine ganze Menge üben. Was eben bei der Anouk zum Beispiel überhaupt kein Problem ist. Ja, sehr gut. Deswegen setze ich das Back jetzt sparsam ein, weil, wie gesagt, sie kann es noch nie wirklich. Man kann es zwar mit dazu sagen, wenn man das jetzt möchte, um sie zu konditionieren. Ich lock sie erst noch mal ganz runter, genau. Na, da könnt ihr jetzt Back, fein. Back, ja, super. Back, gut machst du das. Prima. Ich sage immer, die ersten 1-2 Stufen sind die schwierigsten. Wenn euer Hund angefangen hat, die erste Stufe zu nehmen, also sei es jetzt erstmal eine ganz kleine, wie wir es jetzt gerade am Anfang hatten, dann ist der Grundstein eigentlich gelegt. Dann ist es nur noch eine Frage des etappenweise Ausbauen. Super. Sie kommt zwar ran an die Hand, bettelt, gibt es aber nichts. Sie lernt, ja, über das Rückwärtsgehen komme ich an mein Futter. Jetzt sitzt sie, ne? Mal gucken, was sie mir noch anbietet. So nach dem Motto, dafür gibt es halt nichts, ne? Da muss man schon mal noch ein bisschen mehr zeigen. Mal gucken, da dauert immer einen kleinen Moment, bis der Kopf arbeitet. Ich locke sie mir noch mal so ein bisschen nach vorne, um sie wieder in die, ja, gut, in die Stehposition, weil aus dem Sitzen heraus ist es für den Hund jetzt natürlich auch sehr schwer. Ja, gut gemacht. Und so bringen wir aber dann Stück für Stück auch die Distanz rein. Also das heißt, komm mal hier zurück. Damit fange ich aber allerdings wieder bei der ersten Stufe an.
Also das heißt, ich bleibe jetzt mal schon mit Abstand hier sitzen. Sie hängt an der Hand. Jetzt sucht sie mit der Hinterhand die Stufe. Dreht sie sich um, geht vorwärts. Dann gehe ich noch einen kleinen Schritt hinterher. Ja, das war gut. Sehr schön. Prima. Machen wir nochmal. Diesmal ein Stück weiter weg. Sie sucht mit der Hinterhand, war noch nie greifbar. Da geht sie doch nochmal vorwärts. Da gehe ich wieder einen kleinen Schritt ran. Immer so, dass sie es machen, dass sie es schafft, ne? Dass sie es imstande ist zu leisten. Überlegt sie, lockt sie nochmal weg und dasselbe nochmal. Wieder andocken, sie kriegt aber nichts. Sie geht rückwärts, sie sucht die Stufe, war noch nie da. Jetzt, gut. Sie hat am Anfang einen begrenzten Spielraum, also das heißt, oder eine begrenzte Entfernung. Sie löst sich am Anfang nur einen bestimmten Zentimeterabstand und den gilt es mit der Zeit immer weiter auszubauen. Deswegen hocke ich mich immer ganz langsam nur ein Stück weiter weg und wenn ich aber merke, sie kann es noch nicht, sie dreht dann um und geht vorwärts, dann, hey, ja, denk nach. Na, dann bietet sie mir das Platz an. Na, man merkt so ein bisschen Konzentration auf den Nullpunkt. Vielleicht kriegt man es noch einmal hin. Mal ein bisschen gerade stellen. Na? Ja, war schon gut. Ja, da musst du noch mal nachdenken. Ja, super. Gut gemacht. Prima. Super, fein. Klasse. Ja, gut. Auch die restlichen Stufen werden im Grunde auf die Art und Weise aufgebaut. Also das heißt, das werden wir nicht heute alles machen, weil man merkt dann schon, wie gesagt, 5 bis 10 Minuten ist der Hund konditionsmäßig, was die geistige Konzentration anbelangt, am Ende. Das wird für uns auch so eine kleine Hausaufgabe werden, dass sie einfach dort an der Stelle, ja, nein, dass wir das an der Stelle so ein bisschen ausbauen. Aber ich denke, man hat den Ansatz gut erkennen können. Das ist jetzt eine reine Trainingsgeschichte. Und ich schätze mal, wenn ich da jetzt dranbleibe, dauert das nicht mehr allzu lange, wenige Tage, dann macht die das ganz alleine und auch auf Entfernung. Das ist eigentlich dann immer, wenn man wieder das nächste Mal mit einem frischen Hund anfängt, also morgen dann beispielsweise, dass es als sich Aufgabe wieder nimmt, dann haben die das eigentlich innerhalb von wenigen Tagen dann auch drauf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben, wie immer. Viel Gesundheit vor allen Dingen in dieser Zeit und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich muss mal meine Leckerlis hier sicherstellen. Die hat das Lager entdeckt und ja, möchte mich verabschieden. Tschüss und bis bald.